Hallo Traders, Alexandros hier. Ich befinde mich gerade im sonnigen Griechenland. Ich bin hier meine Familie besuchen und natürlich auch ein bisschen nach der Corona-Isolation Vitamin D tanken. Morgen aber fliege ich schon wieder nach Wien und ich freue mich, meine neue Trading-Systeme zu entwickeln und mein Portfolio zu erweitern. Ja, ich bin letztens am Strand gelegen. Und da war die Hölle los auf Twitter, auf diversen Foren. Da habe ich auch mit vielen Traders gesprochen. Und die haben alle über die Aktie Wirecard gesprochen. Viele haben sehr viel Geld verloren. Da konnte ich mich wirklich auf ein Prinzip, da habe ich mich auf ein Prinzip erinnert, was wirklich jeder Trader, den Markt, der schon lange im Markt dabei ist, achten muss. Du musst wirklich immer dein Risiko unter Kontrolle haben. Wenn du das nicht kannst, dann mach nicht mit. Karrieren wurden nie aufgebaut durch einen Trade. Karrieren wurden nur zerstört. Also wenn man sich mit der Geschichte von Trading befasst, sieht man, große Trader sind einfach zerstört geworden durch einen Trade. Und das Risiko bei so einer Aktie ist so groß gewesen. Das wussten die meisten, da Wirecard seit Ende 2018 ein Problemkind gewesen ist. Und solche Aktien oder auch Märkte, die wollen wir nicht anfassen. Das Risiko, dass etwas schief geht, das besteht immer, egal welchen Markt du tradest. Aber wir wollen es minimieren und im Fall, dass wir eine Aktie wie diese traden, dann machen wir es nicht. Wenn wir durch unser Trading jetzt zum Beispiel reich, finanziell frei oder auch nur ein konstantes, kleines Nebeneinkommen generieren wollen, dann ist ein Schlüssel, dass wir uns auf Märkte konzentrieren, die dauerhaft bestehen und viele Marktphasen durchgemacht haben. In Wirecard ist es nur nach oben gewesen und nach unten dann. Der ist halt nicht so ein Markt. Wir können im Kontrast zum Beispiel die Gold Futures nehmen, den DAX, den Erdöl und auch viele andere. Da können wir auch die Variation an Märkten nutzen, um unser Risiko zu verteilen. Da oft verschiedene Märkte nicht die gleichen Marktbewegungen machen, also wir können jetzt zum Beispiel Gold nehmen, er geht nach oben und es kann sein, dass S&P 500 nach unten geht. Da können wir unsere Verluste, die wir auf einen Markt machen, die können wir verteilen und sagen, okay, beim anderen machen wir vielleicht sogar einen Gewinn. Und das wird dann gleichgestellt und wenn wir das Risiko-Gewinn-Verhältnis gut berechnet haben, dann können wir eine sehr schöne, sanfte Eigenkapitallinie haben. Aber dann sagt sie mir, Alexandros, wie kann ich gleichzeitig 10 Märkte traden? Ich muss den ganzen Tag am PC sitzen mit 10 Bildschirmen, genau wie es man in Filmen sieht. Und da muss ich dann 24 Stunden am Tag das machen. Ja, so habe ich auch versucht zu traden, wie ich begonnen habe. Ich habe mehr Forex-Paare getradet. Die Übersicht zu behalten von diesen ist sehr schwer gewesen. Da habe ich auch viele Trades verpasst. Und natürlich, wie es so ist, habe ich mich dann geärgert, dass ich um 4 Uhr in der Früh den Trade verpasst habe. Wie es auch mein Glück so will, dann war ich frustriert, weil das genau der Trade war, der meine Statistik verbessern würde. Der Trade, der den Unterschied gemacht hat durch seinen Gewinn, weil wir machen auch viele Verluste, aber wir machen auch Gewinne. Manche Gewinne sind halt viel wichtiger als andere. Und das war so einer. Deswegen habe ich auch mich entschieden, meine Trading-Systeme mit einem algorithmischen Ansatz zu probieren. Und nach viel Testen und Experimentieren habe ich es auch umgesetzt. Jetzt verpasse ich keine Trades mehr. Ich schaffe es sogar, mehr Märkte rund um die Uhr zu traden. Das habe ich früher nicht geschafft mit den mehreren Bildschirmen und mehreren Charts offen. Ich habe die Zeit jetzt, mich mit dem Entwickeln von neuen Trading-Systemen zu befassen. Und ich muss nicht am PC sitzen und warten, wann der nächste Trade kommt. Das Traden ist ja automatisch jetzt. Und wie zum Beispiel letztens am Strand bin ich neugierig gewesen und habe mich von meinem Handy zu meinem privaten Server eingeloggt, um zu überprüfen, wie alles läuft. Da ich natürlich nach vielen Testen und Fehler machen alles gut aufgestellt habe, also meinen Server mit dem Programm, mit dem Trading-System, hat alles funktioniert. Es hat funktioniert, wie es funktionieren sollte. Das ist ein sehr gutes Gefühl. Also,
Um es zusammenzufassen: Das Chance-Risiko-Verhältnis bei solchen Aktien wie Wirecard ist sehr schlecht, da wir bei Aktien wie diese leider nicht das Risiko gut berechnen können. Daher wollen wir uns auf Märkte konzentrieren, wie Gold, DAX oder was auch immer die sein können, die sich lange bewertet haben. Glaubt mir, die sind gut genug, um sehr gute Retouren zu generieren. Da diese viele sind, können wir mehr Märkte traden und somit verteilen wir auch unser Risiko. Und nach Nachfolgerung von unserer Risikoverteilung ist, dass wir mehr Chancen haben, Profit zu generieren. Um das aber einfach umzusetzen, also mehr Märkte zu traden mit verschiedenen Trading-Systemen, ist für mich der beste Weg gewesen, es algorithmisch zu machen. Wie gesagt, ich bin am Strand und meine Systeme traden automatisch für mich. Ich trainiere im Fitnessstudio und was passiert? Meine Systeme traden automatisch für mich. Ich bin mit meiner Familie hier in Griechenland und meine Systeme traden automatisch für mich. Das ist das Ultimative der finanziellen Freiheit. Wenn du aber Geld machst, willst du auch sehen, wie wertvoll die Zeit ist. Und da kommt das algorithmische Traden und nimmt dir die Hürde ab, rund um die Uhr am PC zu sitzen und natürlich zu traden. Du kannst auch für andere Gründe den PC setzen, zum Spielen oder was auch immer, ich weiß nicht. Aber das Programm macht das für dich. Und wie ich es das erste Mal umgesetzt habe, muss ich gestehen, ich bin extrem gestresst gewesen. Da bin ich gesessen und habe gewartet, bis die ersten Trades stattfinden. Ich wollte überprüfen, dass alle Trades richtig passieren, richtig stattfinden und dass natürlich alles richtig funktioniert. Jetzt bin ich 10 Tage in Griechenland und ich habe nur 3-4 Mal abgecheckt, ob alles so richtig funktioniert, wie es funktionieren soll. Wenn ich jetzt zurückdenke, würde ich mir viel ersparen, wenn ich von Anfang an algorithmisch traden würde. Also, wenn du Interesse hast zu sehen, wie ich mich als algorithmischer Trader entwickle, wie das Leben sein kann von einem algorithmischen Trader oder auch welche Probleme oder auch Ansätze so einer hat, damit er das macht, würde ich mich freuen, falls du mich auf meinem Weg begleitest. Also, abonniere den Kanal und drück das Glöckchen. Bis zum nächsten Mal.